Niklas Vogel, Experte.796 Beobachtungen auf dem DAS in Mecklenburg-Vorpommern. Nun folgen Bilder von einigen schönen Highlights. Der Austernfischer. Die Pfuhlschnepfe. Der Sandregenpfeifer. Und der Flussregenpfeifer. Der Sanderling. Der große Brachvogel. Der dunkle Wasserläufer. Der Löffler. Die Schnatterente. Die Löffelente. Die Pfeifente. Die Spießente. Der Gänsesäger. Der Mittelsäger. Der Seeadler. Der Fischadler. Der Kranich, im Lateinischen Gruß, Gruß. Zum Kranich mache ich noch ein separates Video. Die Lachmöwe. Die Silbermöwe. Die Mantelmöwe. Selten zu sehen die Raubseeschwalbe. Der Graureiher. Der Kormoran. Im Osten weit verbreitet die Nebelkrähe. Die Weißwangengans oder auch Nonnengans genannt. Die Blässgans. Ein sehr seltener Gast, die Rothalsgans.
die Graue Gans. Die Saatgans. Ob es sich um eine Tundra-Saatgans oder Waldsaatgans handelt, bin ich mir nicht sicher. Die Brandgans. Natürlich sind das lange nicht alle Arten gewesen, die man an den Küsten entdecken kann. Eventuell mache ich noch einen zweiten Teil. Das war mein heutiges Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Video und bleibt gesund. Euer Niklas Vogel-Experte.